bin der Nikolas, 34 Jahre alt, lebe zurzeit in München und mache in der Kletterhalle Thalkirchen meine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Ein paar haben vielleicht auch schon das No Excuses Video gesehen, was wir in Thalkirchen gedreht haben. Da stelle ich auch so ein bisschen detaillierter irgendwie so meine Geschichte vor, wie ich in München gelandet bin. Und ja, jetzt geht es eigentlich ein bisschen darum, wie ich zum Thema Routenschrauben gekommen bin oder Boulderschrauben, Routenschrauben. Ich bin halt selber viel am Klettern und Bouldern, kletter auch im Paraclimbing-Nationalkader und bin auch vielen anderen Hallen unterwegs. Und du hast ja von Routenschrauber zu Routenschrauber immer ganz unterschiedliche Bewegungsmuster und verschiedene Bewegungswünsche, die er sich dann auch wünscht. Und das finde ich immer spannend und habe mich dann natürlich auch gefragt, wie fühlt sich das an, wenn ich das dann auch selber schraube. Habe in Thalkirchen auch schon mal Boulder geschraubt, was für mich eine sehr spannende Erfahrung war, weil ich mich auch nochmal ganz anders mit meinen eigenen Bewegungen auseinandergesetzt habe. Und umso reizvoller fand ich das dann, die Idee, die der Julius hatte, dass wir mal zusammen eine Tour aus dem Steiger hier in Gilchen schrauben. Und das war eine sehr bereichernde Erfahrung auf jeden Fall. Und das Besondere an der Linie war vielleicht, dass sie so ganz klar unterschiedliche Herausforderungen stellt. Es geht relativ plattig los, senkrechter Teil ist dabei, ein sehr steiler Teil dabei, ein horizontales Dach, also quasi das Schlimmste für mich. Oder was heißt das Schlimmste für mich? Es gibt halt unterschiedliche Herausforderungen. Dem einen liegt Platte mehr, dem anderen mehr Dach. Und das ist an dieser Linie vielleicht besonders lustig, könnte man sagen. Ja, also ich bin halt nicht so der Plattenprofi. Da fehlt mir dann halt tatsächlich einfach offensichtlich immer das rechte Bein für. Ich versuche es dann schon viel auszugleichen, aber liegt mir einfach gar nicht. Da ist dann eher wirklich so das steile Dach oder wirklich komplett überhängende Sachen eher meins, mit viel Körperdrehung und trotzdem die Hüfte nah ans Dach dran kriegen. Und ja, das ist auf jeden Fall immer spannend, irgendwie, wie es unterschiedliche Ansätze gibt, dann irgendwie eine Tour zu klettern. Also ich habe dich ja drin gesehen, du hast mich ja auch beobachtet und irgendwie eigentlich ist es eine dieselbe Route, aber oft sind es dann ganz unterschiedliche Bewegungen, die dann zustande kommen. Irgendwie du hattest deine Füße dann auf einmal links oben komplett an der Wand dran, irgendwie wo ich überhaupt gar nicht dran gedacht habe, da meinen Fuß hinzustellen, weil ich dann doch in die ganz andere Richtung gedreht war. Und das ist auf jeden Fall spannend, wie jeder doch ganz individuell einfach sich eine Lösung sucht für ein und dasselbe Problem. Und wie war jetzt das Schrauben aus dem Kran für dich eigentlich? Das kanntest du ja noch nicht. Genau. Wir standen zusammen im Kran, ja. Und dann hängt man ja quasi nicht in den Zügen drin. Ziemlich spannend. Also ich habe es mir auch schwieriger wieder vorgestellt, also mich da reinzudenken. Das war schon ein deutlicher Unterschied zum aus dem Sitzbrett schrauben, wo du direkt in der Wand bist, du kannst den Fuß an die Wand stellen, kannst die Züge irgendwie direkt ausprobieren und denken, okay, das könnte funktionieren. Und aus dem Steiger war es echt einfach so, dass ich mir wirklich überlegen muss, okay, wo wäre jetzt mein Schwerpunkt, wenn ich meinen Fuß hier habe und geht es überhaupt, wenn ich dann den Zug darüber mache? Also ich fand es deutlich mehr auseinandersetzen mit der Wand, mit den Bewegungen, mit den Griffen. Okay, wenn der jetzt nach da abfällt, kann ich da überhaupt so reingreifen? Also für mich viel spannenderer Prozess, als irgendwie aus dem Sitzbrett zu schrauben. Gerade, das haben wir auch beide gemerkt, wenn wir Seiten getauscht haben im Korb, man stellt sich einen halben Meter zur Seite und plötzlich schaut die Welt ganz anders aus. Ja. Weil im Prinzip stehen wir da in dem Korb drinnen und schauen immer so ein bisschen, wo zieht es mich jetzt hin vom Blick her? Mein Körpergefühl will da irgendwie einen Tritt haben. Und dann geht man ein paar Zentimeter zur Seite und auf einmal ist der Tritt ein Loch weiter zur Seite. Und das kann halt total entscheidend sein, oder? Ja, total. Also die Tritte, wo die positioniert sind, merke ich immer super krass. Ob das
funktioniert oder nicht funktioniert. Weil ganz oft ist es so, dass ich einen Tritt habe und habe dann meine zwei Griffe und ich kann einfach per Tool den Zug nicht machen, weil mir super krass die Tür aufgeht. Und wenn ich dann 10 cm neben den Tritt auf Reibung stehe, was ja eigentlich sich erstmal schlechter anfühlt, habe ich so eine stabile Körperposition, dass ich super entspannt irgendwie den Zug machen kann. Und das war ja jetzt beim Schrauben auch so, dass ganz oft irgendwie haben wir überlegt, okay, ja, hier ein Tritt wird glaube ich schon Sinn machen, und dann hat man sich ein bisschen näher an die Wand positioniert und hat die Griffe ein bisschen angepackt und dann so, okay, nee, das funktioniert gar nicht, also da macht der gar keinen Sinn, der muss wirklich 5 cm weiter nach links und auf einmal funktioniert. Und was für mich total interessant war, gerade bei dem Thema Tritte, war zu sehen, wie hoch du ansteigen kannst und dass du tendenziell den Tritt immer noch mal höher setzt, als ich ihn setzen würde. Also ich versuche normalerweise beim Schrauben den Tritt immer ein bisschen höher zu setzen, als ich es jetzt komfortabel fände, damit ein kleinerer höher ansteigen kann. Und du setzt ihn aber noch mal eins höher. Okay. Und ich glaube, das kannst du nur so klettern, weil du halt die Kraft in den Armen hast, solche Blockierpositionen einzunehmen. Das ist auch das, was du im Dach ausspielst. Ja. Also ich komme gar nicht auf die Idee, irgendwie so durchzublockieren, weil mir sonst irgendwie der Arm halt müde wird. Und das war für mich wirklich die Lernerfahrung dabei. Alles nochmal ein Stück höher setzen, näher, auch im Dach die Tritte nah setzen. Ja, also da probiere ich schon viel, dass der Fuß einfach hochkommt, dass ich dann auch direkt wirklich ein gutes Stück gut machen kann. Wenn ich mich dann strecke, dann komme ich halt auch wirklich gleich 1,5 Meter weit. Aber es ist auf jeden Fall auch schön, dass es dann dadurch halt für kleinere Menschen auch direkt funktionieren kann. Und für größere. Also ich konnte dann auch klettern. Ja. Und ich musste es aber anders klettern, als ich normalerweise kletter. Und das fand ich halt auch geil, weil, wie gesagt, jeder hat seinen Stil bei den Touren. Und ich schraube halt so Zeug, was so ein bisschen statisch, Dreipunkt, Schleicherei ist. Und da musste ich jetzt auch so richtig rumfeuern. Im Dach ist so ein Zug über die Kante, wo ich richtig Schwung nehmen musste. Und das finde ich halt geil, weil sowas würde ich mich oft nicht trauen zu schrauben. Und kletter es aber eigentlich voll gerne. Ja, nee, das ist schön. Also ich, vielleicht merkt man da auch, ich boulder halt sehr viel, ja, okay, und auch sehr gerne, ja. Und da sind ja wirklich, ich glaube, 3 ziemlich starke Boulderzüge drin. Aha. Also wenn du den nicht hältst, dann fällst du aus der Wand. So der erste ist ja wirklich auf das große Herz, finde ich ein sehr cooler, ja, Zug, ja, wo man auf Schulter wirklich auf dieses Herz und dann dazugreifen muss. Und das finde ich auf jeden Fall spannend. Also ich kletter deine Touren auch sehr gerne und mag das auch, so dieses Geschiebe, dieses vorsichtige Rantasten und vorsichtig den Fuß positionieren, und das gefällt mir auch sehr gut. Aber ich würde, also wie du sagst, selber auch gar nicht so schrauben, und das ist auf jeden Fall spannend, wie da so die eigenen Vorlieben tatsächlich auch dann in diesen Schraubprozess auch mit einfließen. Und was ich besonders illustrativ fand, war eben zu merken, dass viele Dinge, die man ganz selbstverständlich macht, die einem deswegen leicht oder gar nicht erwähnenswert vorkommen, eben andere für große Herausforderungen stellen. Und umgekehrt das, wo man teilweise sagt, mein Gott, das ist viel zu schwer und was soll es eigentlich, fällt anderen so leicht, dass sie gar nicht drüber nachdenken. Und das fällt in dieser Tour vielleicht besonders auf mit diesen unterschiedlichen Wandpartien und unterschiedlichen Bewegungsmustern. Das wäre so mein Wunsch, dass man das sich einfach ab und zu vor Augen führt. Es gibt eigentlich gar keine objektiven Schwierigkeiten, sondern nur Herausforderungen. Und die sind eben höchst persönlich. Auch wenn mal irgendwie eine Zahl an der Wand steht. Ich weiß gar nicht, was steht jetzt dran an der Tour? Wie schwer? Ich war jetzt gar nicht noch, noch nicht nachgeschaut wieder unten. Also war ja ursprünglich 7 plus, 8 minus und dann vielleicht doch 8 minus. Also ich weiß es nicht genau. Genau, ich glaube auch inzwischen steht irgendwas im 8. Grad dran. Aber die Zahl ist ja eigentlich egal, weil jeder weiß ja hinterher, wie es ihn gefordert hat, wo es ihn gefordert hat. Und solange das von der Größenordnung einigermaßen stimmt und die Tour Spaß macht,
ist das eigentlich das Wichtigste. Also ja. Hoffe ich. Ja, nee, das finde ich auch. Also den Herausforderungen zum Trotz muss es alles Spaß machen. Also ansonsten, wenn man nur den Zahlen hinterher jagt, da wird man, glaube ich, am Ende auch nicht glücklicher mit.